Wenn du in Deutschland selbstständig bist, dann bist du entweder freiberuflich tätig oder aber gewerblich tätig. Das ist auch die erste Frage, die du bei der Gründung beantworten musst, bevor du dich irgendwo registrierst. Gewerbetreibende zahlen neben der Umsatz- und der Einkommensteuer auch noch die Gewerbesteuer. Das klingt im ersten Moment ja irgendwie ungerecht. Wieso müssen Gewerbetreibende noch zusätzlich die Gewerbesteuer zahlen? Wie hoch die Steuerbelastung eigentlich ist? Wer am Ende eigentlich mehr Steuern bezahlt oder ob überhaupt jemand mehr Steuern bezahlt, diese Frage beantworten wir in diesem Video mal ganz genau anhand konkreter Beispiele. Um zu schauen, wer am Ende mehr Steuern bezahlt, habe ich mal ein Excel-Berechnungssheet angelegt und da schauen wir uns erst einmal an, wie viel Einkommensteuer eigentlich so ein Freiberufler in Deutschland zahlt. Und da sehen wir die Steuerbelastung abhängig vom Gewinn. Also wenn du freiberuflich bist und keinen Gewinn machst, dann zahlst du auch, welche Überraschung, keine Steuern. Und auch wenn du 10.000 Euro Gewinn machst, zahlst du in Deutschland keine Steuern. Woran liegt das? In Deutschland haben wir einen Grundfreibetrag, der liegt bei ungefähr 11.000 Euro. Das heißt, ungefähr 11.000 Euro dürfen wir verdienen, bevor überhaupt eine Steuer fällig wird. Und ja, die 10.000 Euro liegen halt unter diesen 11.000 Euro. Bei 20.000 Euro sieht man langsam, da muss dann Steuern gezahlt werden. Das heißt, mit einem Gewinn von 20.000 Euro müssen ungefähr 2.000 Euro Steuern gezahlt werden. Das sind knapp 10%. Und so geht das dann hoch bis zu 100.000 Euro Gewinn. Da sind das dann 32.000 Euro Einkommensteuer ungefähr. Das macht dann, welche Überraschung, 32%. Bei 150.000 Euro Gewinn sind das dann 53.000 Euro Steuern, sprich ungefähr 35%. Das ist also die Steuerbelastung mit der Einkommensteuer für Freiberufler. Und natürlich zahlen auch Gewerbetreibende in Deutschland Einkommensteuer. Aber entscheidend ist ja erstmal die Gewerbesteuer. Deswegen schauen wir uns grundsätzlich einmal an, wie die Gewerbesteuer für Einzelunternehmen in Deutschland berechnet wird. Freiberufler zahlen diese ganze Steuerart ja gar nicht. Das heißt, sie müssen sich gar nicht mit dieser Berechnung auseinandersetzen. Aber alle Gewerbetreibenden müssen einmal im Jahr im Rahmen der Gewerbesteuererklärung folgende Berechnung vornehmen. Wir gehen jetzt beispielsweise einfach mal davon aus, dass mein Gewerbebetrieb einen Gewinn von 50.000 Euro erwirtschaftet hat. Und dann startet die Berechnung mit meinem Gewinn aus Gewerbebetrieb mit 50.000 Euro. Als Einzelunternehmer habe ich einen Freibetrag. Dieser Freibetrag liegt bei 24.500 Euro. Das heißt, ich kann von den 50.000 Euro erstmal 24.500 Euro abziehen. Dann verbleibt ein Gewerbesteuerertrag von 25.500 Euro. Diese 25.500 Euro rechne ich mal 3,5%. Diese 3,5% ist die Gewerbesteuermesszahl und die ist im Gesetz so geregelt. Und daraus ergibt sich dann ein Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 892 Euro. Und diese 892 Euro ist das Fundament. Und dann kommt es sehr darauf an, in welcher Gemeinde ich mein Gewerbe angemeldet habe. Denn die Gewerbesteuer geht an die Gemeinde, wo ich mein Gewerbe angemeldet habe. Und jede Gemeinde kann einen Hebesatz für die Gewerbesteuer festlegen. Das heißt, jede Gemeinde kann entscheiden, wie viel Gewerbesteuer sie denn erheben möchte. Und das führt dazu, dass wir in Deutschland natürlich nicht überall eine gleich hohe Belastung mit der Gewerbesteuer haben. In meinem Berechnungsbeispiel gehe ich jetzt einmal von 400% aus. Das ist auch so ein guter Durchschnittswert, den man in Deutschland finden kann. Das heißt, ich rechne noch einmal meine 892 Euro mal 400%, also mal 4. Das ist dann eine Gewerbesteuerbelastung in Höhe von 3.568 Euro. Das heißt, ich als Gewerbetreibender muss mit 50.000 Euro Gewinn 3.568 Euro Gewerbesteuer zahlen. Und genau das klingt doch ziemlich ungerecht, wenn ich hier ungefähr 3.500 Euro Steuern zahlen muss, was Freiberufler gar nicht zahlen müssen. Doch ganz so unfair ist das Ganze nämlich nicht, denn es gibt in § 35 Einkommensteuergesetz eine Regelung, die nicht ganz einfach zu verstehen ist. Deswegen versuche ich das einfach mal so vorzutragen, damit deutlich wird, was in § 35 Einkommensteuergesetz steht. Denn dieser Paragraph ist für alle Gewerbetreibenden in Deutschland äußerst wichtig. Da steht nämlich genau: Die tarifliche Einkommensteuer vermindert um und so weiter ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt, Ermäßigungshöchstbetrag. Erstens bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Einkommensteuergesetz um das Vierfache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen festgesetzten Steuermessbetrags, Gewerbesteuermessbetrag.
Das ist unglaublich viel Text und Blabla, der für Normalsterbliche nicht wirklich verständlich ist. Doch was steht da genau? Wir können die Einkommensteuer reduzieren bis zu einem Betrag von dem Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags. Das heißt, ich als Gewerbetreibender zahle zwar Gewerbesteuer, aber bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags kann ich tatsächlich dann meine Einkommensteuer kürzen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel Steuern bleiben denn am Ende übrig? Muss ich als Gewerbetreibender überhaupt mehr Steuern zahlen? Und da habe ich ja schon erzählt, dass jede Gemeinde einen eigenen Gewerbesteuerhebesatz festlegen kann. Und der beträgt immer einen Prozentsatz in Hundertern. Also beispielsweise 300%, 400%, 500% und so weiter. In meinem Berechnungsbeispiel eben bin ich ja von 400% ausgegangen. Und 400% ist das Vierfache. Das heißt, wenn der Gewerbesteuermessbetrag in deiner Gemeinde bei 400% oder niedriger liegt, kannst du tatsächlich die gesamte Gewerbesteuer auf deine Einkommensteuer anrechnen und dann zahlst du als Gewerbetreibender unterm Strich tatsächlich gar nicht mehr Steuern. Und das schauen wir uns natürlich auch mal an einem ganz konkreten Beispiel an. Und dafür nehme ich dich noch einmal mit auf meinen Bildschirm und dafür zeige ich dir mein Berechnungssheet. Und zwar habe ich neben dem Freiberuf ein paar Gewerbebetriebe angelegt. Und wir schauen uns als erstes mal ein Gewerbe in Berlin an. Und zwar sehen wir hier die Steuerbelastung, auch hier wieder die prozentuale Belastung und hier die Mehrbelastung, die Gewerbetreibende in Berlin dann zahlen im Vergleich zu Freiberuflern. Der Aufbau ist im Wesentlichen gleich. Auch hier zahlen wir natürlich bei 0 Euro und 10.000 Euro gar keine Steuern. Was ganz, ganz wichtig ist, bei der Gewerbesteuer gibt es ja einen Freibetrag von 24.500 Euro. Das heißt, bei 20.000 Euro zahlen Gewerbetreibende auch gar keine Gewerbesteuer und dann kann man natürlich auch keine nicht gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen. Das heißt, bei 20.000 Euro Gewinn zahlt man ausschließlich Einkommensteuer. Deswegen ist die Mehrbelastung auch hier bei 0%. Aber schauen wir uns zum Beispiel mal die 100.000 Euro Gewinn an. Hier zahlt ein Freiberufler 32.027 Euro an Steuern und ein Gewerbetreibender in Berlin 32.291 Euro. Das sind 264 Euro mehr Steuern. Wir sehen also, Gewerbetreibende in Berlin zahlen tatsächlich mehr Steuern als Freiberufler. Allerdings ist das nicht so besonders viel. Woran liegt das? Natürlich am Gewerbesteuerhebesatz. Der beträgt in Berlin nämlich 410%. Und 400% können auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Deswegen ist die tatsächliche Mehrbelastung bei der Steuer tatsächlich nur 10% vom Steuermessbetrag. Zumindest in Berlin. Schauen wir uns einfach nochmal eine andere Gemeinde an, die etwas teurer ist, und zwar München. Natürlich gibt es hier auch keine Unterschiede im unteren Einkommensbereich, also 0 bis 10.000 Euro zahlt man gar keine Steuern und auch hier in München hat man natürlich die 24.500 Euro Freibetrag auf die Gewerbesteuer, weil die ist bundeseinheitlich. Unterschiedlich ist nur der Hebesatz in den jeweiligen Gemeinden und der beträgt in München 490%. Und auch in München kann man ja nur 400%, also das Vierfache, auf die Einkommensteuer anrechnen. Das heißt, die tatsächliche Mehrbelastung von Gewerbetreibenden ist in München 90% des Steuermessbetrags. Wie viel ist das in Zahlen? Wir schauen uns das einmal an. Bei 100.000 Euro Gewinn sind das 2.378 Euro. Also das ist durchaus ein Steuerbetrag, den man am Ende wahrscheinlich auch lieber in einer Tasche hätte. Das heißt, in München macht das tatsächlich einen Unterschied. Aber wie sieht das in eher günstigen Gemeinden aus? Da habe ich als Beispiel mal Leverkusen rausgesucht. Leverkusen hat tatsächlich nur einen Hebesatz von 250%. Aber auch in Leverkusen können Gewerbetreibende bis zum Vierfachen, also 400% des Gewerbesteuermessbetrags, auf die Einkommensteuer anrechnen. Nur zahlen Gewerbetreibende in Leverkusen niemals so viel. Und deswegen ist die Mehrbelastung für Gewerbetreibende in Leverkusen gleich 0. Das heißt, in Leverkusen zahlen Gewerbetreibende tatsächlich gar nicht mehr Steuern. Zusammengefasst kann man sagen, das Ganze ist also irgendwie ziemlich uneinheitlich und so eine allgemeingültige Aussage kann ich gar nicht tätigen, weil das sich tatsächlich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheidet. Du findest übrigens dieses Übersichtssheet auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du kannst da gerne einmal nachschauen. Und spannend ist das vor allen Dingen für den zweiten Reiter. Da sind nämlich alle Gemeinden aufgelistet mit der jeweiligen Bevölkerungsanzahl und mit dem Gewerbesteuerhebesatz. Ganz wichtiger Hinweis,
Hinweis, die sind alle auf dem Stand von 2022. Deswegen würde ich dir grundsätzlich empfehlen, das Ganze auch einfach zu googeln. Das heißt, du kannst ohne Probleme einfach Gewerbesteuerhebesatz Berlin eingeben und dann spuckt dir Google das meistens schon in der Vorschau aus. Der liegt jetzt halt aktuell bei 410%. Natürlich kannst du hier jetzt einfach deine Gemeinde aus dieser Liste raussuchen und immer dann, wenn der Hebesatz unter 400% liegt, bedeutet das, du zahlst als Gewerbetreibender tatsächlich in deiner Gemeinde überhaupt gar nicht mehr Steuern. Diese Liste hat 10.801 Gemeinden aufgelistet. Und kleiner Spoiler, von diesen 10.801 Gemeinden liegen 9.717 Gemeinden tatsächlich unter 400%. Das heißt, in 89% der Gemeinden in Deutschland zahlen Gewerbetreibende überhaupt gar keinen Cent mehr Steuern als Freiberufler. Und vielleicht fragst du dich jetzt, gibt es da eigentlich irgendwelche Muster? Klar, ich habe jetzt eine Liste mit fast 11.000 Gemeinden, das ist ganz nett. Aber gibt es irgendwelche Muster, die man erkennen kann? Und die kann man. Ich zeige dir hier jetzt einfach mal eine interaktive Karte. Auch die findest du unten in der Videobeschreibung. Da siehst du die jeweiligen Hebesätze. Und man kann grundsätzlich sagen, in großen Städten, das heißt da, wo viel Infrastruktur vorhanden ist und wo auch viele Selbstständige und Gewerbebetriebe sich ansiedeln wollen, da sind die Hebesätze tendenziell eher höher. In ländlichen Bereichen ist der Hebesatz tendenziell eher niedriger. Und auf dieser Karte sieht man auch, dass die Hebesätze im Westen Deutschlands und auch generell in der Mitte Deutschlands höher sind als im Osten, im Norden und auch im Süden. Das hat unterschiedliche Gründe, denn aufgrund der unterschiedlichen Hebesätze stehen die Gemeinden durchaus auch in Konkurrenz zueinander. Hier sieht man zum Beispiel in der Mitte einen relativ hohen Fleck. Und das ist Leverkusen, was ich als Beispiel genommen habe, mit einem Hebesatz von nur 250%. Weil für Gewerbebetriebe ist das eventuell jetzt finanziell attraktiver, sich in Leverkusen niederzulassen, als zum Beispiel in Köln, was direkt daneben ist. Weil Köln ist einfach teurer von der Gewerbesteuer. Kommen wir zum Fazit von diesem Video. Zusammengefasst kann man also sagen, in 89% der Gemeinden in Deutschland zahlen Gewerbetreibende überhaupt gar keine Steuern mehr als Freiberufler, obwohl sie eine zusätzliche Steuerart haben, und zwar die Gewerbesteuer. Aber das, was sie an Gewerbesteuer zahlen, können sie 1:1 auf die Einkommensteuer anrechnen. Bei ungefähr 11% der Gemeinden zahlen Gewerbetreibende unterm Strich tatsächlich auch mehr Steuern. Aber tatsächlich ist das Ganze nicht so wahnsinnig hoch. Also die Differenz ist jetzt nicht riesengroß, außer der Hebesatz beträgt tatsächlich mehr als 450%. Beispielsweise in München, da ist das durchaus signifikant und da könnte man sich als Gewerbetreibender durchaus überlegen, ob man sein Gewerbe nicht vielleicht im Münchner Umland anmeldet, um da einen niedrigeren Gewerbehebesatz zu haben. Aber Gewerbetreibende haben ein paar andere Nachteile, die meiner Meinung nach am Ende dann tatsächlich sogar schwerer wiegen. Und zwar die Pflichtmitgliedschaft bei der IHK oder aber die Bilanzierungspflicht ab 60.000 Euro Jahresgewinn. Die sonstigen bürokratischen Verpflichtungen, die nur Gewerbetreibende haben und Freiberufler davon befreit sind, die wiegen meiner Meinung nach tatsächlich schwerer als die tatsächliche steuerliche Belastung. Und abschließend vielleicht ein paar persönliche Worte und meine Einschätzung. Ich finde es ehrlicherweise ein Unding, bei Einzelunternehmern überhaupt den Unterschied zu machen. Wir sehen ja, dass Gewerbetreibende nicht wirklich mehr Steuern bezahlen, aber sie müssen eine komplette Steuererklärung extra machen. Das ist Bürokratieaufwand, das ist Arbeit, das sind eventuell Kosten für den Steuerberater, aber es sind auch Kosten für den Staat. Bei fast 90% der Gemeinden verdient der Staat keinen Cent mehr. Aber diese Steuererklärungen müssen ja auch intern bearbeitet werden. Deswegen würde ich mal behaupten, dass in 90% der Gemeinden, für Einzelunternehmen zumindest, die Gewerbesteuer tatsächlich mehr Kosten verursacht, als sie Einnahmen generiert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Gewerbesteuer für Einzelunternehmen grundsätzlich abgeschafft gehört. Warum diese Zweiklassengesellschaft? Und warum auf den Nacken der Gewerbetreibenden irgendwelche politischen Differenzen zwischen Gemeinden und Bund und Ländern austragen? Denn das ist der Grund, warum das Ganze passiert. Die Gewerbesteuer ist die Haupteinnahmequelle für die Gemeinden. Und weil sich die Gemeinden nicht mit den Ländern und dem Bund einigen können, müssen darunter jetzt die Gewerbetreibenden in Deutschland leiden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Frage beantworten und ich konnte etwas Licht in den Steuerdschungel bringen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du sagst, dass du in diesem Dschungel gerne einen kompetenten Begleiter hättest oder dass du vielleicht ein paar smarte Tools an der Hand hättest, die das Ganze etwas erträglicher machen, dann schau dir unbedingt meine Empfehlungen an. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch einmal hier oder schau dir einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.